Ich habe einer guten Freundin vor einem Jahr das Fischer 1861.1 empfohlen. Das ist ein überdurchschnittlich gut ausgestattetes Trekking-E-Bike zu einem unschlagbar guten Preis. Ich hatte damals schon ein Video darüber gemacht, wo ich meine ersten Eindrücke mit euch geteilt habe, aber inzwischen ist ein Jahr vergangen und ich habe mir das Rad nochmal genommen, um euch zu updaten und darauf einzugehen, ob es irgendwelche Probleme mit dem Fahrrad gab, ob meine Mitfahrerin immer noch zufrieden damit ist und ob ich es natürlich immer noch so sehr empfehlen kann, wie ich es damals beim ersten Eindruck getan habe. Zuallererst möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, welche Komponenten bei diesem Rad verbaut sind für diejenigen, die das alte Video noch nicht kennen. Dann möchte ich kurz darauf eingehen, welche Änderungen es gab an dem Fahrrad bezüglich Zubehörteilen. Und dann nehme ich euch mit auf eine ungefähr 50 Kilometer lange gemütliche E-Bike-Tour. Ja, hier steht es, das Fischer 1861.1 in der Trapezrahmenvariante. Das Rad gibt es darüber hinaus natürlich auch noch in einer Diamantrahmenform. Und ich möchte, bevor wir losfahren, kurz darauf eingehen, welche Ausstattungsmerkmale wir hier haben, damit alle natürlich auch wissen, worum es hier geht. Insbesondere diejenigen, die das Video, meinen ersten Test, vor einem Jahr nicht gesehen haben. Also, wir haben hier ein wirklich toll ausgestattetes E-Trekking-Bike. Und zwar angefangen natürlich für die meisten Leute interessant mit dem Motorsystem. Das hier ist ein Befeng M400 Mittelmotor mit unglaublichen 80 Newtonmetern. Darüber hinaus gibt es hier einen 557 Watt großen Rahmenakku. Wir haben vorne wie hinten hydraulische Scheibenbremsen von Shimano mit zwei Kolben und vorne 180 mm Scheibengröße, hinten 160 mm Scheibengröße. Und wie ihr es hier seht, haben wir auch eine Shimano Schaltung verbaut. Das ist eine Deore 10-Gang-Schaltung. Weiterhin gibt es natürlich eine gefederte Federgabel und eine gefederte Sattelstütze, was ganz untypisch in dem Preissegment ist. Und als ja, kleines Highlight vielleicht auch noch die von einem Sensor gesteuerte Lichtanlage. Also das heißt, hier muss man nicht mal das Licht manuell starten. Also alles in allem ein toll ausgestattetes Rad. Damals schon zu einem unglaublich guten Preis im Vergleich zur Konkurrenz. Heute wahrscheinlich noch mal günstiger und vielleicht sogar noch mehr eine Empfehlung wert. Aber darauf gehe ich gleich auf der Tour ein. Jetzt geht es noch mal ganz kurz darum, was sich an dem Rad so verändert hat, was dran gemacht worden ist an Zubehörteilen. Ihr seht schon klar die Gepäckträgertaschen. Aber die einzige wirklich große Änderung habe ich erst gestern an diesem Fahrrad vorgenommen. Und das sind breitere Reifen und andere Schutzbleche. Die breiteren Reifen passen gerade genau gut zu dem Weg, den ich hier rechts neben mir habe. Und zwar grober Schotter, dafür sollen die breiten Reifen ein bisschen mehr Komfort schaffen, damit man nicht so über diese Steine drüber springt. Also hier fahren wir gerade mit 2,5 Bar. Das ist also die erste Ausfahrt mit den neuen Reifen. Ansonsten alles serienmäßig und nur die ja, Gepäckträgertaschen noch mit dabei. Und ich nehme euch jetzt mit aufs Rad auf eine ungefähr 50 Kilometer lange gemütliche Tour hier in der Großregion um Alzey drumherum. Das habe ich mir heute mal als Ziel ausgesucht und ich gehe darauf ein, wie sich die einzelnen Komponenten so geschlagen haben und ob das Rad heutzutage bzw. im Jahr 2022 weiterhin eine Empfehlung ist. Eine Sache möchte ich unbedingt schon zu Beginn dieses Videos erwähnen. Und zwar bin ich den Akku des Fahrrads auf dieser Tour relativ weit leer gefahren. Das liegt alleine daran, dass ich aufgrund von Zeitverzögerungen erst relativ spät in diese Tour starten konnte und ich wollte nicht nochmal mehr Zeit damit verbringen, um die Tour zu kürzen im Routenplaner, sondern ich wollte unbedingt direkt losfahren und die 50 Kilometer an diesem Tag noch schaffen. Deshalb habe ich mich unglaublich stark vom Motor unterstützen lassen, was ihr auf dem Display während der Tour auch gut sehen könnt. Normalerweise bei einer durchschnittlichen Radtour bin ich mir ganz sicher, dass dieses Fahrrad mehr als 70 Kilometer Reichweite bietet, in den meisten Fällen sogar deutlich mehr als 100 Kilometer weit kommt. Daher bekommt von diesem Video bitte nicht den falschen Eindruck bezüglich des Akkuverbrauchs. Der ist auf jeden Fall bei einer normalen Tour deutlich niedriger. Vielleicht gehe ich zu Beginn mal auf die negativen Aspekte ein. Ich habe jetzt meine Empfehlung für das Rad schon ausgesprochen. Jetzt vielleicht das, was mir potenziell negativ aufgefallen ist, beziehungsweise meiner Mitfahrerin. Und zwar gibt es bei diesem Rad hier, sagen wir mal, einen Konstruktionsfehler, wenn nicht sogar zwei. Das sind Kleinigkeiten, die man auch als ungeschickter Radmechaniker locker beheben kann. Das erste, was aufgefallen ist, ist leider
dass die Kette am Kettenschutz klappert. Und leider hat das Kürzen der Kette nicht wirklich Abhilfe geschaffen. Es klappert zwar inzwischen weniger, aber die Kette schlägt immer noch regelmäßig an den, ja, an diesen Kettenschutz. Der zweite Konstruktionsfehler ist das Verlegen oder die Verlegung des Kabels vom Motor zum Rücklicht. Das Rücklicht, genauso wie die Lampe vorne, die sind beide ja durch den Akku gespeist und durch den Motor gesteuert, beziehungsweise durch den Lichtsensor hier im Display. Und leider ist es so, dass das Kabel nach hinten innerhalb vom Schutzblech verlegt worden ist und dort verklebt wurde. Also das heißt, das Kabel wurde innen ins Schutzblech reingeklebt und der Kleber löst sich natürlich nach einiger Zeit und dann schleift das Kabel auf dem Hinterrad. Das muss echt nicht sein, aber man kann das Ganze beheben, indem man das Kabel einfach komplett aus dem Schutzblech rauslöst und außen am Gepäckträger entlang verlegt mit Kabelbinder. Ja, das sind alle Sachen, die man hier negativ aufführen kann, alle Probleme, die meine Mitfahrerin mit diesem Rad hier hatte in dem einen Jahr. Und bisher ist weder was kaputt gegangen, noch gab es irgendwelche Softwareprobleme und es musste bisher auch nicht irgendwas ersetzt oder repariert werden. Ich denke, die beste Möglichkeit, die Erfahrung mit dem Rad hier zu schildern, ist es, wenn ich auf alle Komponenten, alle relevanten Komponenten einzeln eingehe und so ein bisschen darüber spreche, wie ja, ich bzw. meine Mitfahrerin diese Komponenten einschätzen und wie die sich im Alltag so schlagen. Anfangen möchte ich mit dem Motor und dem Motorsystem. Das hier ist ein Befeng M400 Mittelmotor. Also wir haben hier einen Motor, der laut Befeng 80 Newtonmeter leistet. Und meine Einschätzung, mein Eindruck von diesem Motor bzw. natürlich auch der Alltagseindruck ist durchaus positiv. Der Motor fühlt sich so ein bisschen an wie ein richtig dicker Diesel. Also wenn man langsam tritt, unterstützt der Motor einfach unglaublich stark. Der Motor ist wahrscheinlich etwas gewöhnungsbedürftig für den einen oder anderen, weil man einfach so langsam treten muss und weil das Ansprechverhalten von dem Motor auch nicht wirklich spritzig ist, sondern eher ruhig und ja, kontinuierlich. Dazu, was man ja von einem Mittelmotor ja in der Regel kaum behaupten kann, ist dieser Motor unglaublich leise. Also ich habe natürlich noch nicht alle Mittelmotoren selbst getestet, aber ich bin auf YouTube ja gut aktiv und weiß inzwischen ja, wie sich Motoren so anhören können. Und dieser Motor hier ist flüsterleise für einen Mittelmotor. Und ich denke, dass es kaum einen anderen Mittelmotor gibt, der so eine gute Kraftentfaltung hat und dabei dennoch so leise ist. Zu jedem guten Motor gehört natürlich auch ein passender Akku. Hierzu muss ich nicht wirklich was sagen. Der Akku mit 550 Wattstunden bzw. 557 bringt einen wirklich sehr, sehr weit. Der Motor ist meiner Ansicht nach auch effizient. Bedeutet, man kann ohne Probleme, wenn man es nicht eilig hat und eine angemessene Unterstützung wählt, kann man mit diesem Akku und Motor weit mehr als 100 Kilometer weit fahren. Aber ich denke, selbst bei überdurchschnittlicher Nutzung kommt man sicherlich auf 70 oder 80 Kilometer. Was mir an der Steigung, wie hier gerade auffällt, ist, dass der Motor zwar Drehmoment in Massen hat, aber nicht unbedingt viel Leistung. Also da, wo jetzt beispielsweise ein Bosch-Motor kurzzeitig 600 Watt leisten kann, kommen hier wahrscheinlich nicht mehr als 300 Watt oder 400 Watt raus. Ein weiteres Feature, was ich einfach nur toll finde und was ich echt vermisse bei meinem Bosch-Motor, ist das direkte Anschließen vom Handy an das Display oder die Bedieneinheit, um das Handy zu laden. Und ich habe hier beim Fischer einen USB-A-Ausgang direkt am Display. Und hier wird das Handy zwar langsam, aber stetig geladen. Und wenn man es kurz nach Antritt der Fahrt auflädt bzw. hier anschließt, dann bleibt es auch relativ gut voll bzw. ja, hält so seine Ladung wahrscheinlich.
denke, bei diesem Weg hier lohnt es sich, kurz über die Federelemente an dem Fahrrad zu sprechen. Es ist ja eine gefederte Gabel verbaut und noch eine gefederte Sattelstütze. Und ich finde, dass ja, der Komfortgewinn durch die Federelemente auf jeden Fall da ist. Ich muss sagen, die Suntour Federgabel tut jetzt nicht so viel, aber sie dämpft auf jeden Fall grobe Schläge. Und wenn man beispielsweise mal über einen Bordstein fährt oder auf so einem Weg unterwegs ist, dann ja, gibt es ein bisschen was an Federung. Aber es ist jetzt nicht so, als würden kleinere Unebenheiten hier von der Federung geschluckt werden. Es sind am Schluss des Tages ja immerhin nur 6 cm Federweg. Was ich aber toll finde, ist die gefederte Sattelstütze. Die spürt man dann doch schon eher mal, insbesondere wenn man halt jetzt noch einen Rucksack anhat oder ein bisschen mehr Eigengewicht hat, dann ist diese Sattelstütze auf jeden Fall sehr angenehm. Ich habe mir die Tour gestern noch mal auf Komoot angeschaut und gedacht, ach komm, jetzt hast du so viele Ortsdurchfahrten dabei, jetzt guckst du mal, ob man die noch mal ein bisschen verändern kann. Und dementsprechend waren wir dann auch auf dem ein oder anderen Feldweg unterwegs. Und natürlich, wie gesagt, das soll ja auch der Test sein von den Schwalbe All-Motion Trekking-Reifen. Vorher waren Continental Contact Plus Reifen drauf. Die hatten wenig Profil, aber einen ganz, ganz tollen geringen Rollwiderstand. Aber sie waren entsprechend halt auch nur 1,6 Zoll breit. Und es war so, dass man mit den Reifen mit auf jeden Fall, sagen wir mal, 3,5 Bar fahren musste, damit man ja sinnvoll den Luftdruck managen konnte. Und da ist es entsprechend auf ja, Schotterwegen so, dass man nicht über die Steine die einzelnen drüber fährt, sondern einem die Steine unter den Reifen rausspringen. Und das führt zu einem sehr unangenehmen Fahrgefühl. Und meine Mitfahrerin hat entsprechend sich gewünscht, ja, da ein bisschen eine Besserung zu bekommen. Und meine Idee war es dann, etwas breitere Reifen zu verbauen. Sehr viel breiter ist aufgrund des Rahmendesigns, insbesondere am Hinterbau, nicht möglich. Da passen letztlich dann einfach nicht so unglaublich breite Reifen rein. Ja, hier auf dieser weiteren kleinen Ortsumfahrung will ich auf die nächste Komponente von dem Fahrrad eingehen. Und zwar auf die Schaltung. Wie am Anfang erwähnt, ist es eine 10-Gang Shimano Deore Schaltung. Bisher gab es damit kaum Probleme. Das Einzige, was man als Problem vielleicht bezeichnen könnte, ist, dass sie sich relativ leicht verstellt, wenn man mal das Hinterrad ausbauen muss. Also für einen Radwechsel oder jetzt in dem Fall gestern für das Anbringen der Schutzbleche. Da verstellt sie sich gern mal, aber in Betrieb, wenn man sie richtig einstellt oder eingestellt lässt, ist die Schaltung unglaublich toll. Schaltet sehr direkt, aber dafür auch trotzdem sehr sanft. Man kann die Trigger bzw. den Trigger zum Hochschalten von vorne wie auch von hinten bedienen, also mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger. Und ich finde die Entfaltung von 11 bis 42 Zähne ziemlich passend. Die 42 Zähne hinten, mit denen kommt man insbesondere auf befestigten Wegen wirklich überall locker hoch. Ja, hier mal ein ganz untypischer Anstieg für so ein Fahrrad. Hier scheppert es dann natürlich auch ein bisschen, aber ja, in der 5. Unterstützungsstufe kann ich sogar mal einen Gang hochschalten und werde hier zuverlässig und sanft hochgezogen. Hier haben wir eine schöne Weitsicht in Richtung Lohnsheim. Der kleine Ort hier, der hier im Tal liegt, der ist echt ganz hübsch. Und das Rad steht hier wirklich klasse zwischen den Weinbergen. Hier bei der Abfahrt ist es wahrscheinlich ganz gut, auch mal über die Bremsen zu sprechen. Es sind ja Shimano-Bremsen mit 2 Kolben. Und vorne ist es eine Bremsscheibe mit 180 mm Durchmesser und hinten 160 mm. Und ich finde, insbesondere für den Preis sind diese Bremsen ausreichend dimensioniert. Diese Bremsen, wenn man hier den Leerweg überwindet von der Shimano-Bremse, dann bekommt man ordentlich Bremskraft und
auch einen Druckpunkt. Sobald man den Druckpunkt erreicht, dann ist er auch klar definiert und gut dosierbar. Das hier sind auf jeden Fall zwei Fingerhebel. Die kann man kaum mit einem Finger bedienen, insbesondere weil man die Hebel so nah an den Lenker ziehen muss für eine ordentliche Bremsung. Hier vorne schauen wir schon runter auf Alzey. Rechts von uns liegt leider die Autobahn, also wird man ein bisschen was an Geräuschen hören. Aber das ist die große Stadt, an der ich ja möglichst gekonnt probiere vorbeizufahren. Der Radweg, der Hippelradweg bzw. einer der verschiedenen Radwege, auf denen wir heute sind, hätte uns dort durchgeführt. Aber das muss wirklich nicht sein, durch so eine große Stadt durchzufahren. Und es ist jetzt meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt so das spannendste Ziel. Wir sind hier übrigens in der Nähe von der Selz unterwegs. Also der Fluss, der so heißt, gibt auch einem Radweg hier in der Nähe den Namen. Ich glaube nicht, dass wir auf dem aktuell sind, aber den Selz-Radweg habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, als ich auf Komoot gestöbert habe. Also ich verbrauche heute natürlich deutlich mehr Akku, als ich das tun würde oder als dass meine Mitfahrerin das tun würde, wenn wir auf einer normalen, gemütlichen Tour unterwegs sind. Heute ist es leider ein bisschen durch die Zeit ja diktiert, dass ich ein bisschen flotter fahre. Also wie gesagt, der Akkuverbrauch ist da nicht repräsentativ und ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Aussage, dass mit einer Akkuladung über 80 Kilometer drin sind. Und wenn man so ganz klassisch auf einer Tour unterwegs ist, die nur auf Radwegen stattfindet, dann kommt man auf jeden Fall auch mal 120 Kilometer weit. Wieder mal ein guter Test für die neuen Reifen. Und ja, ich selbst komme damit ganz gut klar. Natürlich, es ist nur ein Unterschied von 0,4 Zoll. Darüber braucht man ja nicht streiten. Aber mit 2,5 Bar ist das dann doch schon ganz angenehm hier. Auch auf dem eben groben Schotter, den er gesehen hat. Und auch hier, wenn man hier mal fährt, fährt man auch eher mal über die Steine drüber, als dass man die Steine unterm Reifen wegspringen hat. Ja, wenn wir jetzt gleich in den Wald reinkommen, ist es vielleicht ganz gut, auch noch mal ja, ein weiteres kleines Thema anzusprechen bezüglich des Rads. Ja, allgemeine Verarbeitung und Bedienbarkeit. Das ist natürlich bei einem E-Bike auch wichtig. Man lebt ja damit so ein bisschen, wenn man viele Touren fährt. Und muss natürlich auch darauf achten, dass nicht irgendwie unnötig was kaputt geht. Also Rahmenbruch oder schlechte Kabelverlegung oder ähnliches. Und hier muss ich, kann ich ganz fröhlich berichten, dass es keine Probleme bezüglich der Verarbeitung gibt. Also es ist mir jetzt nichts bekannt, was hier ja irgendwie ein Problem gemacht hätte bisher. Es ist nichts kaputt gegangen, es ist nichts minderwertig, was getauscht werden müsste. Und da rede ich nicht nur über die einzelnen zugekauften Komponenten, sondern auch der Rahmen ist bisher völlig in Ordnung. Und natürlich jetzt noch die zweite Frage, Bedienbarkeit. Ich finde die ganze Bedienbarkeit von dem Fahrrad gut. Die Sache mit dem Controller hier ist klasse. Man hat eine Menge Informationen auf dem Display. Zur Bedienbarkeit gehört natürlich auch der USB-Anschluss dazu und ist eine tolle Sache. Das Fahrrad hat ein eingebautes Schloss, so ein Felgenschloss. Der Akku lässt sich super leicht laden und einsetzen, auch abschließen. Die Beleuchtung funktioniert, wenn es natürlich noch mal ein bisschen dunkler wird als hier jetzt, auch sehr, sehr gut und schaltet sich auch automatisch an. Es ist ein Seitenständer verbaut und ich finde auch den verbauten Gepäckträger sehr, sehr gut. Ich bin immer noch ein Fan davon, dieses federgelagerte Zusatzelement zu haben, wo man was dazwischen klemmen kann. Wenn man einigermaßen ja, sicher auf dem Rad sich fühlt, dann kann man auch mit so einem Trekkingrad hier mal da so ein bisschen durch die Wildnis fahren. Das tut dem Rad nicht weh. Wie gesagt, da muss man halt nur so ein bisschen drauf aufpassen, dass man die passenden Schläuche verwendet und den passenden Luftdruck. Auf den letzten paar Kilometern hier durch Niederwiesen will ich gerne ein kurzes Fazit ziehen.
Und ich kann ganz einfach sagen, das Fazit heute fällt genauso positiv aus wie das aus dem letzten Jahr, wo ich das Fahrrad kurz nach der Anschaffung getestet habe. Das Fischer 1861.1 ist meiner Ansicht nach uneingeschränkt empfehlenswert und spielt mit seiner Ausstattung und meinem Praxiseindruck auf jeden Fall in der gleichen Liga wie viele Fahrräder, die deutlich teurer sind. Ich finde, dass man bei einer Suche nach einem guten Trekking-E-Bike bei einem Budget von unter 3.000 Euro auf jeden Fall mal einen Blick auf das 1861.1 werfen sollte, insbesondere weil man es ja aktuell zum Teil noch unter 2.000 Euro bekommt. Und ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch dieses Fahrrad an, bevor es so langsam vom Markt verschwindet, weil es ist selbst im Fischer Lineup, im Fischer Portfolio ein kleines Einhorn gewesen, weil inzwischen gibt es bei Fischer auch kein Fahrrad mehr mit Befang-Motor. Das sind alles nur noch eigene Motoren im ganz günstigen Segment oder im teuren Segment dann mit Brose-Motoren, die ich nicht unbedingt so toll finde wie den Befang, der hier verbaut ist. Ich habe natürlich sehr, sehr viel von meinen eigenen Erfahrungen geschildert. Die basieren aber natürlich auch auf dem, was meine Mitfahrerin mir immer über dieses Fahrrad berichtet hat. Also denke ich, dass mein Fazit zumindest mal zwei Meinungen ganz gut widerspiegelt. Und ich habe ja unter meinem ersten Video zu diesem Fahrrad auch schon viel darüber gelesen, wie viele Leute sich dieses Fahrrad hier zugelegt haben, entweder auf meine Empfehlung hin oder auf die Empfehlung von anderen Leuten hin. Und viele sind auch sehr zufrieden mit dem Rad. Und ich kann tatsächlich nur sagen, dass es total sorglos für mich und meine Mitfahrerin war. Wie auch beim letzten Mal biete ich euch gerne wieder an, auch unter diesem Video auf eure Fragen einzugehen zu diesem Fahrrad. Bevor ich hier wieder an den Punkt komme, wo ganz viele Autos um mich drumherum fahren, will ich mich dafür bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte eine super Tour mit dem Fischer E-Bike und ich hoffe, dass meine Empfehlung und meine Rückmeldung zu diesem Fahrrad für euch hilfreich war und vielleicht auch realistisch war. Das war auf jeden Fall eine tolle Tour und ich freue mich natürlich auf viele weitere Touren mit dem Bike, wo natürlich ich nicht das Fahrrad fahren werde, sondern meine gute Freundin, der das Fahrrad gehört. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein bei einer neuen Tour, wo ich dann natürlich wieder mit meinem Mountainbike unterwegs sein werde. Aber bis dahin, ganz lieben Dank fürs Einschalten. Bis bald, euer E-Bike-Amateur.